Die Raumsonde Messenger startete am 3. August 2004 auf einer Delta-2-7925H zu ihrer Mission ins Innere des Sonnensystems. Ziel war es, die Sonde in einem hochelliptischen Orbit um den sonnennächsten Planeten Merkur zu platzieren. Das Projekt, eine Raumsonde zum Merkur zu bringen, stand bereits 1997 auf der sogenannten Discovery-Liste, konnte sich aber zunächst nicht durchsetzen. Erst im Juli 1999 wurde das Messenger-Projekt finanziell freigegeben. Technische Gründe mussten die Startfenster im März 2004 und Mitte Mai 2004 verstreichen lassen. Erst das dritte 15-tägige Startfenster in 2004, welches sich am 30. Juli öffnete, konnte zuversichtlicher angegangen werden. Erzwang schlechtes Wetter am Cape am 2. August noch eine Startverschiebung, so konnte am 3. August um 2.15 Uhr 56 Ortszeit die Sonde schließlich auf einer Trägerrakete vom Typ Delta II starten. Die Startverschiebungen hatten ihren Preis. War ursprünglich das Eintreffen der Sonde am Merkur für 2009 geplant, musste aufgrund der Startverschiebung und des zur Verfügung stehenden Treibstoffes eine neue, gut zwei Jahre länger dauernde Flugbahn gerechnet werden. Von der Erde zum Merkur zu gelangen, bedeutet eine große Geschwindigkeitsänderung. Diese nur mittels des Antriebs der Sonde durchzuführen, sprengt einfach die Treibstoffmenge, die jetzt noch fast 60% des Gesamtgewichts ausmacht. Also mussten andere Lösungen gefunden werden, um Gewicht und Treibstoff zu sparen. Die Himmelskörper Venus und Merkur, aber auch die Erde wurden genutzt, um so durch sogenannte Flyby- oder Swingby-Manöver die Sonde abzubremsen. So wurde ein Jahr nach dem Start die Erde benutzt, um ins Innere des Sonnensystems abgelenkt zu werden. Und zwei Vorbeiflüge an der Venus ließen die Messenger erstmals am 14.01.2008 am Merkur vorbeifliegen. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Sonde noch zu schnell. Erst zwei weitere Vorbeiflüge am Merkur bremsten die Sonde so weit ab und brachten sie so nahe zu Merkur, dass es nur noch eines kontrollierten 15 Minuten Bremsmanövers bedurfte, um sie in einen 12 Stunden dauernden Orbit mit minimaler Annäherung von 200 Kilometern über 60 Grad Nord des Merkurs zu bringen. Das Sparen des Treibstoffes ging dabei so weit, dass Anomalien im Flug durch Ausrichtungsänderung der Solarzellenpaneele ausgeglichen wurden. Messenger ist jedoch nicht die erste Sonde, die den Merkur passiert. Mariner 10, die letzte der Mariner-Serie der NASA, war der erste Besucher des Merkurs. Nach dem Start am 3. November 1973 passierte sie erstmals am 29. März 1974 in einer Entfernung von rund 705 Kilometern den Merkur und schwenkte in eine 176-tägige Umlaufbahn um die Sonne ein. Merkur, der mit rund 4880 Kilometern Äquatordurchmesser selbst die Sonne in 88 Tagen umrundet, und Mariner 10 trafen nach rund 176 Tagen wieder am selben Punkt der Merkur-Umlaufbahn aufeinander. Merkur, der sich in 59 Tagen um die eigene Achse dreht, wendete aus diesem Grund Mariner 10 die bereits bekannte Seite zu. Somit konnte Mariner 10 nur rund 45% der Merkur-Oberfläche erfassen. Dies soll durch den Orbiteinschuss der Messenger-Sonde anders werden. Am 18. März um 1.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es dann soweit. Die fast 8 Milliarden Kilometer und 2417 Tage lange Reise war an einem weiteren kritischen Missionspunkt angelangt. Nachdem das Erwärmen der Tanks und der Systeme erfolgreich war, zündeten die Triebwerke der Sonde, um sie so weit abzubremsen, damit sie in den Orbit um den Merkur fiel. Am 29.03.2011 wurde das erste Foto aus der Umlaufbahn des Merkurs veröffentlicht.